Fraktion Gitta Connemann. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ohne BAföG wäre ich heute wohl nicht Abgeordnete. Mein Weg wäre anders verlaufen, denn meine Eltern hätten mir kein Studium finanzieren können. Deshalb war BAföG für mich persönlich das Tor zur Welt, und so geht es Millionen anderen. BAföG hat uns Ausbildung ermöglicht, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. BAföG steht damit für Aufstieg und eine Erfolgsgeschichte für unser Land, denn wir haben keinen anderen Rohstoff als Bildung, und deshalb ist jeder Euro darin bestens investiert. BAföG bedeutet für mich Freiheit, bedeutet Chancen. Und deshalb haben mich auch manche Beiträge in dieser Debatte, auch der heutigen, wirklich befremdet. Die Ampel zeichnet ein Zerrbild der Vergangenheit. Es sei nichts passiert. Diese Aussage ist falsch. Noch einmal zum Mitschreiben. Wir haben das BAföG erhöht. 2008, 2010, 2016, 2019, 2020. Wir haben das Wohngeld erhöht um 30% statt jetzt nur 10%. Es gäbe viele andere Sätze noch zu sagen. Aber, liebe Frau Kollegin Stahr, Sie sind hier die Speerspitze gerade gewesen, zu sagen, es ist nichts passiert. Sie haben 21 Jahre lang mitregiert als SPD. Sie haben den Bundesfinanzminister gestellt. Dies jetzt kleinzureden, zeugt entweder von Amnesie oder politischer Schizophrenie. Ebenso eigenartig sind die Beiträge von FDP und Grünen, die sich für einen Auftakt in eine Jahrhundertreform feiern. Der aktuelle Spiegel bringt es auf den Punkt, ich zitiere, Koalition legt beim BAföG nach und enttäuscht die jungen Menschen. Denn die geplante Erhöhung zum 1. August verpufft, der Zuschuss von 5,75% kompensiert noch nicht einmal die Preissteigerung. Sehen Sie sich die Inflationsrate an, 8,9%. Und Sie wagen es, jetzt hier von einer Jahrhundertreform zu sprechen. Das ist erbärmlich. Frau Connemann, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kai Gehring aus der Fraktion Die Grünen? Herr Gehring. Für meinen Ausschussvorsitzenden immer. Sie haben das Wort. Ah. Ich freue mich sehr, dass auch Sie das BAföG wichtig und bedeutsam finden. Konnte man jetzt aber in den 16 Jahren schwarz geführter CDU-Bildungsministerien nicht besonders bemerken. Deshalb wollte ich fragen, nachdem Sie jetzt so massiv angreifen die BAföG-Novelle dieser Ampelkoalition, ob Sie zur Kenntnis genommen haben, dass nach 16 Jahren Unionsregierung 89% kein BAföG mehr erhalten und das BAföG in einem historischen Tiefstand war und jetzt eine neue Regierung da ist und jetzt erstmal die größte Reform seit 20 Jahren macht und noch zwei weitere vorhat in dieser Wahlperiode. Das heißt, das ist nachholende Modernisierung und aktive Gerechtigkeitspolitik, weil 89% kein BAföG mehr bekommen haben. Das ist Ihre Regierungsbilanz. Jetzt geht es richtig rund und wir haben den BAföG-Turbo gezündet. Und ich wollte fragen, ob Sie das zur Kenntnis genommen haben. Lieber Herr Kollege Gehring, ich kann nur zur Kenntnis nehmen, was Realität ist. Was Sie erzählt haben, ist ein großes Gespinst, denn eines erleben wir heute nicht, eine Jahrhundertreform. Die Tatsache allein, dass Sie sich feiern lassen wollen für eine Erhöhung der Sätze um 5,75%, die aufgefressen wird von der Inflation und die weit hinter dem zurückbleibt, was wir allein 2019 in der Großen Koalition machen, heißt doch,
dass Sie tatsächlich die Realität verneinen. Und ich würde Sie deshalb bitten, schauen Sie sich an, was passiert ist. Gerne im Juli 2019 haben wir unter damals mit unserer Ministerin Anja Karliczek das 26. BAföG-Änderungsgesetz in Kraft getreten. Wir haben die BAföG-Sätze gesteigert. Wir haben die BAföG-Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge eingeführt. Es geht nicht um Glauben. Lesen Sie doch einfach mal. Schauen Sie sich Daten und Fakten an. Die kleine Faktenleugnung bringt Sie hier nicht weiter. Und das Ergebnis bleibt nichts Jahrhundertreform. Sie sind mit dieser Reform als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Bedarfsgerecht geht zum Beispiel auch anders, wenn man den Unterkunftsbedarf sehen. Mietzuschläge und Realmieten liegen diametral auseinander. Die Wohnungspauschale bleibt immer noch 50 Euro unter den durchschnittlichen Mietkosten. Und jetzt reden wir nicht über ein WG-Zimmer in München, in Frankfurt oder wie auch immer, wo ich allein für ein Zimmer 600, 700 Euro zahle. An dieser Realität gehen Sie mit Ihrer Reform komplett vorbei. Umso wichtiger wäre es, die Hinzuverdienstmöglichkeiten zu erhöhen. Dazu sagen Sie genau kein Wort. Unseren Vorschlag, die Ausnahme zu verdoppeln, haben Sie einfach vom Tisch gewischt. Was Sie Minijobbern ermöglicht haben, versagen Sie jetzt den Studierenden. Dabei würde es unmittelbar den Studierenden helfen, übrigens auch den Betrieben. Jede Arbeitskraft wird gebraucht. Die Studenten, die sich engagieren, sollten auch den Eindruck haben, dass Leistung sich lohnt, aber dazu von Ihnen kein Wort. Im Gegenteil, unseren Antrag lehnen Sie ab. Und wie gesagt, die Ankündigung der Reform, von der Sie sprechen, darauf warten wir noch. Und dabei hätten Sie jetzt die ersten Weichen stellen können und auch müssen. Das gilt insbesondere für die Förderhöchstdauer. Es braucht dafür zwingend eine Evaluation. Daten, damit man sieht, ob und inwiefern muss dort erhöht werden. Denn zurzeit ist das größte Problem für Studentinnen und Studenten, dass die Regelstudienzeiten in den allermeisten Studiengängen nicht zu schaffen sind. Auch unseren Antrag auf Durchführung einer Evaluation haben Sie abgelehnt. Und vor diesem Hintergrund ist Ihre Reform das Wort nicht wert, mit dem Sie es bezeichnen. Sie ist zu wenig, zu spät und dem Grunde nach zu gering. In diesem Sinne werden wir es ablehnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Jessica Roth.